Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode von Let's Play Together Secret of Mana auf dem Super Nintendo mit Mina, Sharina und mir. Hi. So, jetzt haben wir eben bei der letzten Episode den Schmusekater besiegt und mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Hagen befreien, und zwar aus irgendwo bei Pandoria. Also müssen wir jetzt erstmal wieder nach mein Pandoria. Mein Hagen. Zurück. Ja, dein Hagen. Hagen. Hat der Haare? Ich stehe aber nicht so auf Hagen. Kann ich mir jemanden anders aussuchen? Tja, wahrscheinlich eher nicht. Oh, da ist Tura. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Sonst müssen wir den Endgegner nochmal machen. Wir haben seitdem noch nicht gespeichert. Und jetzt muss ich wieder reden. Ach, sie macht gar nicht. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir! Okay. Okay. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr, also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich ihn. Nee, da. Hauptsache, ich bleib in der Stimme. Dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Toll. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Ja. Sehr nett. Ach, ich habe keine Kräuter mehr. Gib mir deine Kräuter, dafür verzauber ich Leute. Ja, sehr nett. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen in Pandoria. Ich verspreche mich auch noch, damit ich besonders viel mit der reden muss. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lava-Tempel? Ihr bestätigt ihn mit einem Wasserzauber. Jetzt müssen wir noch zaubern. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Ja, jetzt ist sie keine Hexe mehr. Okay. Oder was? Nur noch eine nette alte Dame. So. Hoffentlich können wir uns nicht nur eine aussuchen. Ich will beide haben. 50 Goldmünzen gefunden. Hey. Peitsche gefunden. Okay, ja, das klingt doch auch ganz gut. Damit kommt man bestimmt auch weiter als ein Schwert oder sowas. Mhm. Obwohl. Allerdings kann man mit keinem Gras. Du musst wegdrücken übrigens. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe gedacht, ich könnte das, aber ging nicht. Peitsche, yay. Yeah. Ach, damit kommen wir bestimmt über diese Dinger. Ja, klar. Soll ich einen auf Indiana Jones machen und die Peitsche direkt nehmen? Wir müssen auch noch, wenn wir das gemacht haben. Stylisch. Boah, ist die weit. Ja, das ist gut. Wir müssen auch noch wieder zum Elfenteich, zum Zwergendorf. Ja. Damit wir den Boomerang aufleveln können. Ich meine, wir können ihr auch erstmal, damit sie eine bessere Reichweite hat, den Bogen geben. Komm, ist okay so. Wir sind keine Monster mehr. Tschö. Oh, tschö, ja. Die Wolfsbestien sind auch weg. Ich lauf. War ich das? Ja. Ups, ich wollte laufen. Wieder auf Y, den grünen Knopf. Und der Laufen ist der rote Knopf. Verzeihung. Ah, ich wollte schon B sagen, aber das wäre Xbox. Entschuldigung. Das funktioniert irgendwie immer gut. Ich wollte aber auch schon nicht drauf. Ich gehe da mal wieder. Ich bleib hier. Ja, da bin ich eben nicht rumgekommen. So, vielleicht können wir jetzt auch hier wieder. Ich hänge hier fest. Wir müssen zu Hagen. Hörst du mich? Ach so, Quarku, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Gut. Ich müsste zwar zu Hagen, aber allein kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Naja, schreiben wir das mal auf die Liste. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Sie sieht ja hübsch aus, so. Okay. Droht die jetzt? Nee. Ich hab ein bisschen Angst. Ich peitsch die aus. War das... Naja. Was? Ich verkneif mir den Kommentar. Immer pervers im Kopf, was? Die armen kleinen Kinder.
So, jetzt kannst du ja mal gucken. Guck, hier ist einfach nichts direkt. Ja, okay. Lücke. Tschu. Hä? Oh ja. Stimmt, ja. Peitsch. Oh, 30 zieht's ab. Gar nicht so schlecht. Ja, jetzt muss ich jedes Mal, wenn wir die Dinger abhacken, wieder wechseln. Warte mal, können wir nicht einfach Jackie das geben? Wechsel doch mal auf. Achso, hast du schon. Ja. So, kann sie jetzt einfach das machen, ohne dass ich was tue? Nein, aber ich kann dann einfach auf sie wechseln. Nee, das bin ich jetzt wieder. Achso, entschuldige. Aber ihr das Schwert zu geben, macht irgendwie auch keinen Sinn. Sie behält den Bumerang. Dann wechsle ich halt die Waffe, wenn wir das brauchen. Blöd, dass der Speer das nicht kann, ne? Ja. Ich meine, nee, okay, funktioniert nicht. Der macht viel zu hoch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Peitsche und sowas eher für dich gedacht ist und ich halt Axt und Schwert nehme. Können wir das tauschen? Soll ich erstmal die Peitsche nehmen? Willst du die Peitsche nehmen? Also ich kann auch gerne die Axt oder das Schwert weiternehmen. Ach, mir ist das auch egal. Nur am besten... Ich hab irgendwas Langes. Also ja, dann wechsle ich nochmal auf das... Ah, soll ich das Schwert nehmen? Das Schwert ist schließlich die klassische Waffe da. Und oder meinst du die Axt besser? Ich weiß nicht. Die Axt ist was schwächer. Warte mal, geht's denn hier oben weiter? Also wir können das auch so lassen. Ich muss die Peitsche nicht nehmen. Okay. Ich meine, ich finde sie praktisch, aber... Ich habe keine Lust jetzt jedes Mal, wenn ich eine Blume abschneiden will, wieder die Waffe zu wechseln. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass man nicht eine total überpowerte Waffe hat. Alle anpassen. Ja, okay, wenn man eine starke Waffe hat, ist auch nicht schlecht. Wie hießen die noch? Ich hab's vergessen. Ich hab's auch vergessen. Verdammt, so lange ist das doch nicht her. Also einen Namen merken bin ich mir eh nicht. Kommst du mal hier hoch, bitte? Ja. Ich würde nämlich gern hier mal rüber. Vielleicht finden wir da nämlich noch einen Kanoni-Bruder. Jackie. Danke. Na, ah, toll. Gut. Nee, eigentlich wollte ich das. Es kann nämlich sein, dass wenn wir jetzt den Kanoni-Bruder haben, dass wir das als Reisepunkt frei... Oh! Da ist der Wasserpalast. Das ist natürlich noch einfacher. Wer hat sich das nur so intelligent ausgedacht? Der ist auf jeden Fall deutlich besser als manche andere Sachen in dem Spiel. Hatten wir die Treppe weggemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man die auch jedes Mal wieder neu machen. Ja, das kann natürlich sein. Ich mag hier lang gehen. Ich gebe dir Kraft. Danke. Das Spiel speichern auf jeden Fall. Oh ja, bitte. So, jetzt können wir noch endlich speichern, dass wir den Endgegner besiegt haben. Frosta, die Patronin des Wassers, lebt in einer Höhle hinter dem Wasserfall, rechts von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr. Das Siegel zu diesem Palast scheint zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Okay, sonst hast du mir nichts zu sagen. Das hätte mir doch direkt sagen können. Oder nicht? Ja, eigentlich doch schon. Weil es muss alles nochmal durchklicken. Ja, ja. Meint die hier oder außerhalb des Palastes? Okay. Macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe ja auch keine Waffe, die ich benutzen kann. Aber das ist der friedliche Modus. Wahrscheinlich ist hier später irgendwas. Hier unten geht auch nicht. Nee. Nicht, dass da irgendwie ein Geheimgang oder sowas ist. Was oder ein Nicht-Geheimgang, sondern wir sehen es nur nicht gang. Hammer, Jackie kommt da nicht rum.
Ist das bescheuert. Okay. Jetzt müssen wir hier also wieder raus. So, also müssen wir jetzt Frosta befreien. Frosta ist für alle da. Mir hat es mir direkt eingefallen, als du das vorgelesen hast. Immer diese Werbeslogans oder diese Werbesprüche. Die sich in die Gehirne brennen. Ja, da könnte ich, glaube ich, mehrere Lieder von singen. Karpfen? Ey, 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 ich hab den noch getroffen. Was soll das? Der hat mich angespuckt. Ja, ich wurde auch angespuckt. Hey! Jackie, mach was! Ey! Ist das nicht die Höhle, die wir ganz am Anfang gesehen haben, als wir da runtergefallen sind? Ja, es könnte sein. Vielleicht ist diese Welt viel kleiner, als es einem vorkommt. Ich gehe mal nach rechts. Okay. Du wolltest nachgucken, ob es die Stelle ist. Ach so, genau. Level 12. Okay. Oh. Was ist das? Da habe ich jetzt irgendwie... Was zum... Okay. Es scheint ja irgendwas Besonderes zu sein, wenn das ein Gegnertyp ist, der schon besonders vorgestellt wird. Jackie, mach was, außer da rumzuzucken. Ich hab nur noch 21. Nimm den Bonbon. Ja, ne? Ja. Auf A oder B? B. Ja. Gut. Boah, der hält aber ganz schön was aus. Au. Okay. Ja, Jackie kannst du behalten. Nee, schmeckt nicht. Wenn wir mal doch zuerst zum Elfendorf gegangen sind. Das sieht irgendwie total süß aus. Hey! Das schmeckt auch nicht. Nee. Es weint sogar. Ist das wieder die Endgegnermusik? Ja, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir den nächsten Waffenorb. Nein! Ich will nicht! Ja, die... Ich habe gerade das erste Mal die Runterschluck-Animation bei dem gesehen. Ich dachte schon, es wäre jetzt Jackie endgültig weg. Ach, das halte ich auch noch. 190 leer. Ich doch. Entschuldige die Ausdrucksweise. Nee, ein Kraftwasser, ein Lebenswasser spendiere ich dir nicht. Ey. Boah, sollen wir lieber wieder gehen? 111. Nee, nee. Toll, das war meine super Attacke. Hau es, dann komme ich da schneller wieder raus. Nein! Oh Gott, wenn Jackie tot ist, geht's mir auf den Sack. Fischechse ist erledigt. Nein! Klauenorb erhalten, ja? Okay. Das war ein Endgegner. Mine erreicht Level 12.
Sollen wir jetzt da weiter reingehen oder sollen wir jetzt erstmal zum Elfenteich gehen und die Waffen aufleveln? Sollen wir lieber zum Elfenteich gehen? Entschuldige, das war... Nochmal die Frage wiederholen. Wir sollten besser wieder zum Elfenteich gehen. Okay. Ich meine, wer weiß, vielleicht passiert ja auch hier hinter nicht mehr wirklich was. Lass uns nochmal eins weitergehen. Okay. Wenn jetzt hier Gegner kommen... Ah. Das ist Frosta. So habe ich mir Frosta aber nicht vorgestellt. Ich danke euch. Mein Name ist Frosta. Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Wir kriegen jetzt Magie. Mina kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Yay! Jetzt bin ich ein Power Ranger. Und Jackie meine Angriffszauber, die sie dann nicht nutzt. Und ich kann gar nichts. Jetzt habe ich so grüne Armbänder, ne? Ja. Hatte ich vorher noch? Und ich? Haha, du siehst leer aus. Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Ich krieg echt nichts. Zur Not kann Mina deinem Schwert ja eine Eis... Zur Not kann Mina aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Okay. Dann kannst auch du die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. okay. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Speer erhalten. Hä? Speer! Was war das denn vorher? Ein Speer! Das war vorher eine Lanze. Ach so. Oder? Ja, stimmt. Wo ist der Unterschied? Ja. Gehen wir? Wohin? Wir kriegen Wolf. Wolf Speer. Frosta schließt sich an. Wir sind zu viert, ey. Ich muss gleich mal meinen Zauber ausprobieren. Okay, das ist natürlich der falsche Knopf. Y? Aha. Ach Quatsch, Y. X. Ich muss immer wieder auf den Controller gucken. Macht also auch. Kommt auch in Menü. Direkt ins Heilmenü. Ah. Kommt aber nicht so einfach wieder raus. Sie ist gelaufen. Hm. Ja, vielleicht geht das auch jetzt nicht. Stimmt. Stimmt, jetzt kann ich auch nicht schlagen. Zum Glück sind wir gerade nicht einfach wieder rausgegangen. Ja, habe ich mal dir vertraut. Ja, okay, ich... Merke, wenn du einen Endgegner besiegst, geh immer noch eins weiter. Mach doch, Jackie! Wieso immer ich? Irgendwie weiß ich aber nicht, wie ich das einsetze. Ah! Ernsthaft? Man muss das so umständlich machen. Hm. Ich habe gedacht, das wäre jetzt was wie eine normale Attacke. Ich meine, ich dachte, vielleicht gibt es ja auch noch Schultertasten. Ja, habe ich aber auch versucht. Okay. Naja, also du hast jetzt quasi Heilmagie dabei. Und Jackie hat Angriffszauber. Sie wahrscheinlich nur nutzen kann, wenn wir das machen. Die ist gleich tot. Und das Vieh anscheinend noch nicht. Eins. Jackie reicht Level 11. Ja, das passt doch ganz gut. So, dann machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg zum Elfendorf. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge Waffenorbs erhalten. Warte, ich wollte... ich wollte mir mal kurz angucken, was wir, wie die Lanze aussieht. Nee, der Speer, verdammt. Also du hast Eisenlanze. Mhm. Und es gibt den Speer. Kann man den werfen? Ich... ausprobieren. Hier kann ich gar nichts ausprobieren. Okay. Verdammt, wo müssen wir jetzt hin? Wasserpalast nach Norden. Ja...
Steht nur Wasserpalast drauf. Ah, hier kommen wir doch her, das kann nicht richtig sein. Nein, hier kommen wir doch nicht her. Da kamen wir ursprünglich mal her. Wir kamen jetzt aus diesem Zauberwald, aber... Okay, ist aber der einzige Weg. Ich hab jetzt keine Lust, wieder durch den Nächstenwald zu gehen. Nee, ich auch nicht. Oh, ich geh einfach mal... Balancierst über die Steine. Ja, das macht doch Spaß. Ja, kann ich werfen. Cool. Boah! Das ist übel, das Teil. Das war aber wieder ein Volltreffer. Zum Wucherkater. Nö. Wow. Hat das eine sehr hohe kritische Trefferquote, oder was? Gefahr, hungrige Goblins. Ja, ich hätte lieber... Ja, wissen wir schon, das stimmt. Zum Glück. Sonst hätte dein Aufleveln auch was länger gedauert, wahrscheinlich. So, was steht denn hier? Wasserpalast. Quelldorf. Pandoria. Okay, wir müssen nach Süden. Tür, Jackie. Ey, dieser Speer gefällt mir aber ganz gut. Leider können wir noch damit natürlich wieder nicht die Blumen abhacken, aber brauchen wir zum Glück gerade nicht. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss dieses Schwert benutzen, nachdem es eben hieß, ja, du kriegst keinen Zauber, dein Schwert wird irgendwann mächtiger sein. Ja, sollte man von ausgehen, dass das dann wirklich nur für dich vorgesehen ist. Manu. Aber egal, lass es doch dabei. Nö. Willst du eigentlich bei der Eisenlanze bleiben? Ja, ich glaube, ich sollte mir das andere, den Speer nehmen, den du eben hattest. Ja, mach doch. Da muss ich wieder gucken, wo die Knöpfe sind. Da. Und nochmal? Ja, genau. Das ist jetzt nur die Auswahl gewesen, dann kannst du bestätigen. Aber das Ding ist auf jeden Fall mächtig. Okay, hier sind wir direkt bei Pandoria. Aber wir müssen noch nicht. Wir müssen nicht nach Pandoria, aber wir müssen jetzt hier im Süden oder im Südwesten raus. Meine ich. Jo. Magic. Mein Waffenlevel ist gestiegen. Schwert erreicht Level 2, das ist gut. Ihr seid jetzt schon so mächtig wie eure Zauber. Oh. Oh. Wenn ich die jetzt alle mit einem Schlag fertig mache, sieht das schon mal gut aus. Oh, das ist ja viel schöner. Nein, ich wollte... Ach. Heilkräuter. Ah. So, hier müssen wir, glaube ich, lang. Das ist das, wo ich am Anfang dachte, wir laufen im Kreis. Ups. Ach Mensch. Ich war wohl nicht auf 100%. Komm schon, Elfenteich. Mal, dass wir auch recht schnell dann aufleveln noch. Und wie gefällt dir der Speer? Ach ja, ganz gut. Wow. Du kannst auch die Kiste nehmen. Da ist bestimmt was Schlechtes drin. Bonbon. 14 Goldmünzen, okay. Geht auch schlechter. Auf einen. Verdammt, wie hießen die noch? Irgendwas von Nisse? Weiß es nicht. Horny oder sowas? Das nee. War von Pokémon, ne? Ja, Hornliu. Was war hier? War das der Hexenwald? Nein. Nee. Dann ist es richtig. Ja. Wir können jetzt nach oben links. So. Wir können jetzt hier dran vorbei.
Und dann die Treppe runter. Ups. Mist. So, jetzt aber. Dornenwespe. Okay, keine Hornisse. Also so gefällt mir das auch schon viel besser mit der Stärke. Ups. Ach, schon wieder so ein doofer Felsen. Den kennst du doch schon. Oh, ich hab in die falsche Richtung geworfen. So. Wir sind fast da. Ja. Bin ich mal gespannt, was der Schmied von uns verlangt. Das ist bestimmt nicht ganz billig. Na, was gibt's? Oh, kann ich gut verkraften. Mensch jetzt. Zum Glück gibt's ja jetzt die Abkürzung. Und du gehst wieder raus. Das war nicht Absicht. Also irgendwie mag ich meine Spielfigur nicht so. Ach, ich finde das inzwischen eigentlich nur noch lustig. Ah, manchmal ist es ein bisschen nervig. So. Berti, der Schmied. So, der Boomerang. Okay. Ja, das kostet alles nur 100. Das ist absolut in Ordnung. Was ist das gerade? Echsenteller? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Das hat sie gerade in der Hand. Das heißt, der Boomerang ist jetzt der Echsenteller? Ja. Der Speer? Du brauchst mehr Waffenorbs. Okay. Die Klaue ist jetzt eine Insektenklaue. Dafür haben wir keinen Waffenorb. Dafür haben wir keinen. Auch nicht. Anscheinend kann man die Waffen auch alle mehrmals aufleveln. So, jetzt haben wir alles aufgelevelt, was wir haben. Ja, würde ich sagen, gehen wir dann nochmal zu dem anderen Typ da. Ich glaube, das ist auch der Ruffy oder so. Nee, ich würde jetzt hier erstmal zu dem hier zum Hotel gehen. Das ist... Ach so, ja, okay. Hier können wir uns dann nämlich auch erholen. Ich wollte jedenfalls in irgendeiner Weise speichern. So. Ja, 15 Goldmünzen können wir uns gerade so leisten. 5 Goldmünzen pro Kopf. Oh nein. So. Und damit würde ich sagen, beenden wir dann die... Was ist das jetzt dann? Die 8? Ich glaube, es ist die 8, wenn wir richtig mitgezählt haben. Ja, dann beenden wir jetzt hiermit die 8. Episode von Let's Play Together Secret of Mana. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.